bei den Knicks. Ganz im Gegensatz zu Charlie Ward, der im Backcourt agiert. Und das ist das Sorgenkind Nummer 1 bei New York in dieser Spielzeit. Und den macht er, den kann er, überhaupt keine Frage. So frei hätte ich, glaube ich, auch noch reingeschossen. Petrak Danilovic, ja, da kann er lachen. Charlie Ward, ich habe was über den Backcourt gesagt. 20,8 Turnovers im Schnitt bisher pro Partie für die Knicks. Denn Chris Childs und Charlie Ward, sie können bisher nicht überzeugen. Das ist allerdings ein klasse Pass. Und das ist so eine Aktion, die das Volk ins Spiel bringt. So, jetzt gucken wir mal, dass Charlie Ward ein sehr, sehr gutes Auge hat. Hier übrigens auch Schrittfehler verdächtig, Patrick Ewing. Larry Johnson. Grandma. Ewing. Guter Pass. Oakley. Ja, warum denn? Einfach, wenn es auch schwierig geht. Da kann man sich ja noch was für die Statistik sichern. In der NBA gewesen. Charlie Ward. Allen. Das war eigentlich schon wieder eine Einladung an Dan Marley. Hardaway, 1 gegen 1 Situation gegen Charles. Und wieder ganz frei, die kann er, Petrak Danilovic. So, hier nochmal, 1 gegen 1 Situation, dann wird er gedoppelt, dann muss draußen einer freistehlen. Ja, Allen Houston hatte für einige Sekunden Danilovic aus den Augen gelassen. Und das sieht ein Mann. Ja, das war ein kurzes Aufflackern nach vorhin, die Aufholjagd der Knicks, aber wie frei die den Sascha, so sein Spitzname Danilovic. Oh oh, jetzt, Seattle hat es bis zum letzten Abschnitt gedauert, jetzt geht schon früher los, die Fans sind sauer, kann ich verstehen, Oakley. Endlich mal wieder. Ja, vielleicht der Mann des ersten Viertels, dreimal hat er draufgeworfen, das kann schon mal für Danilovic. New York braucht jetzt einen Mann wie John Starks, der dagegen hält, der für einen emotionalen Impuls. Die Würfe, die Jungs da nehmen, naja. Das war mal gut gespielt von John Starks auf Buck Williams, aber das haben wir leider in dieser Saison. Und noch mehr deutet darauf hin, dass die Knicks das nicht tun werden. Aber es ist noch lange, lange Zeit in dieser Saison. Ja, und das sind die Dinger. Er stopft den ganz bewusst, John Starks. Denn das pusht. Als Head Coach der New York Knicks. Oh oh, Danilovic. Ja, das macht Spaß. Ne? Und so ein neben Larry Johnson, was die Neuverpflichtungen betrifft. Ach, was rede ich. Chris Charles hat auch noch keine Bäume ausgerissen. War natürlich auch eine Weile verletzt, aber eigentlich geht da die Rechnung der Knicks bisher überhaupt nicht auf mit ihren neuen Leuten. Genauso. Und nach jetzt 15 absolvierten Partien, da muss das langsam mal stimmig sein bei den Knicks. Also diese Ausrede zählt nicht mehr. Und ach, da sind ja wieder drei. Ja, Petrak Danilovic. Zweimal durfte er als Starter ran nach seiner Verletzung. Der Edelfan, er nimmt's noch mit Humor. Spike Lee. Und der quatscht ja gerne mal Spieler zu, die gut drauf sind beim Gegner. Das hilft heute nichts. Danilovic, der lacht über ihn. Und bei ihm wird's Galgenhumor sein. Ja, erzählt. Den hat er gar nicht richtig in der Hand gehabt, Charles Oakley. Auch an den Strand. Jetzt denkt ihr wieder, was erzählt der Buschmann da? Hat mir sein Sohn Don Nelson Junior vor ein paar Monaten erzählt. Der Papa genießt nur noch das Leben. Dann kam Jeff Van Gundy. Eine Korrektur hier. Ja, irgendwie macht er den. Allen Houston trotzdem 16 Punkte die Führung. Und Petrak Danilovic, das ist unglaublich. 7 von 7.